In dem Sinn möchte ich jetzt ganz herzlich André Goliet begrüßen. Er wird den ersten Vortrag halten heute Abend. Es werden kurze Referate sein, so 15 Minuten. Sie haben die Folien auch in Ihren Unterlagen am Tisch. Also Sie müssen sich keine Notizen machen, außer zum Beispiel, wenn Sie gleich in die Sachen reinschreiben wollen. Aber eben, Sie können sich dort auch diese Folien zu Gemüte führen, auch noch zu Hause. Und die werden auch morgen auf dem Internet stehen, oder vielleicht heute Abend schon. Und von dem her möchte ich ganz herzlich André Goliet begrüßen. André Goliet, steh nur auf, genau, ist ein ganz wichtiger Protagonist von heute Abend, weil ihm ist es sozusagen zu verdanken, dass wir heute Abend diesen Anlass haben. Er ist vor gut anderthalb Jahren auf uns als Gruppe zugetreten und hat gesagt, das nächste, das wir nach Open Source Software machen müssen, ist Open Government Data. Und wir haben das sofort gepackt, das Thema. Er hat das sehr überzeugend eingebracht. Vor einem Jahr hat er hier noch angekündigt, dass da etwas am Entstehen ist. Und heute sind wir mit über 60 Teilnehmenden am ersten Parlamentarier-Dinner zum Thema Open Government Data. Somit vielen herzlichen Dank, dass du heute Abend uns das Thema etwas näher bringst. Vielen Dank. Guten Abend. Vielen Dank, dass ich die Gelegenheit habe, hier heute über Open Government Data zu Ihnen zu sprechen. Vor einem Jahr, wenn ich mich richtig erinnere, hatte ich bereits die Gelegenheit, damals hatte ich nach dem Dessert, glaube ich, 3 Minuten als Teaser. Und heute habe ich quasi das einleitende Referat, also ich bin quasi vom Dessert zum Apero aufgestiegen und habe, wenn ich das richtig verstanden habe, Edith, hier die Aufgabe, Sie nicht allzu lange vom Essen abzuhalten. Und ich gebe mein Bestes, aber ein bisschen länger als 3 Minuten wird es wohl dauern. Nun, ich möchte Ihnen einen Ein- und Ausblick geben, was unter dem Label Open Government Data Sie in nächster Zeit erwartet. Wurde aber gebeten, da es hier wirklich ein sehr gemischtes Publikum ist, es hat hier Kolleginnen und Kollegen, die schon recht gut wissen, was eigentlich unter Open Government Data zu verstehen ist, und andere, die, für die das Thema wirklich neu ist, zuerst ganz, ganz kurz oder einen gemeinsamen Boden zu schaffen, dann auch für die Diskussionen und die weiteren Referate, also was ist, was versteht man überhaupt über Open Government Data. Dann werde ich mich kurz damit beschäftigen, was machen eigentlich die anderen im Ausland. Und drittens, was ist bisher in der Schweiz passiert und was eben kommt auf Sie zu. Und das Ganze in hoffentlich nicht weniger als 10 Minuten. Open Data, Open Government Data, das ist das Wichtigste, ist nicht irgendein Produkt, ist nicht irgendeine Firma, ist nicht einfach eine Technologie, sondern das ist eine Bewegung. An verschiedensten Orten, an verschiedensten Institutionen, in verschiedensten Kontexten beschäftigen sich verschiedenste Menschen, Leute, Firmen, Gruppierungen mit Open Data. Es ist eigentlich eine Bewegung und hier sehen Sie nur einen ganz kleinen Ausschnitt anhand der Logos, was da überall passiert. Aber es gibt quasi eine Grundidee und die ist einfach zu erklären. Daten sind normalerweise in Siloform gehalten. Und hier hat es einige, die wissen, wovon ich spreche. Ich selber persönlich und Sie auch haben solche Daten-Silos entwickelt in den letzten 10, 20, 30 Jahren. Und die Idee von Open Data ist, die Daten aus diesen Silos zu befreien. Und dafür steht vor allem ein Mann, den Sie vielleicht kennen oder auch nicht. Das ist Sir Tim Berners-Lee, der Erfinder des World Wide Web. Und der Grundgedanke ist einfach, gehen wir zurück, vor etwa 22 Jahren hatte, wie Ihnen bekannt sein dürfte, Tim Berners-Lee folgende Idee, wir haben Ausgangslage, jeder hat seine Dokumente auf seinem PC, seinem Server und so weiter, alles ist abgeschottet, es ist furchtbar mühsam, die Dokumente untereinander auszutauschen oder miteinander zu verbinden. Und als Lösung hat er auf Basis der Konzepte des Hypertext, dieses Konzept ist eigentlich schon sehr alt, geht zurück auf die 40er Jahre, 2 einfache Dinge getan. Er hat einen offenen Standard geschaffen für die Beschreibung von Hypertext-Dokumenten, HTML, und ein Protokoll, diese Texte, diese Dokumente untereinander zu verknüpfen und auszutauschen, HTTP, die kennen beides, und das Ganze war das World Wide Web und die Befreiung der Dokumente konnte beginnen. Die gleiche Idee jetzt eigentlich für Daten. Die Daten in einem offenen Format beschreiben und untereinander vernetzen. Dafür steht Tim Berners-Lee. Und machen Sie rasch den Sprung, 20 Jahre früher, die das können und damals schon beruflich aktiv waren.
Wie hätte man diese Idee damals beurteilt? Der Chef von Tim Berners-Lee, wenn ich richtig orientiert bin, hat zum ersten Entwurf über das World Wide Web gesagt, interessante Idee, aber kaum irgendwie interessant und vom Business Case her wahrscheinlich sehr limitiert, oder? Und naja, also der Return on Investment auf diese Idee dürfte in allen etwa bekannt sein, gerechnet hat das wohl niemand. Aber es ist klar, in der Befreiung und Vernetzung der Daten liegt ein enormes Potenzial, nicht nur wirtschaftlich, nicht nur geldmäßig, sondern auch sozial und kulturell. Dafür steht Open Data. Nun, Open Government Data, wie soll das funktionieren? Ausgangspunkt ist unser Staat, unsere Regierungsform, souverän an der Spitze, die das Parlament mit Ihnen als Vertretern hier, die Regierung, die Exekutive und die Departemente, die Verwaltung, und die erbringen Dienstleistungen für Kunden, das sind auch wir als Bürger, das sind die gleichen Privatpersonen, Firmen, und dazu benötigen sie natürlich Daten, entwickeln Daten, pflegen diese Daten, und zwar nicht zu knapp. Hier ist gleich einzufügen zwei Unterscheidungen. Es gibt Daten, die, sagen wir, an Personen gebunden sind, von denen sprechen wir nicht unter dem Label Open Government Data. Und es gibt auch Daten, die irgendwie mit Sicherheit zu tun haben und mit höheren Interessen, auch von denen sprechen wir nicht, sondern wir sprechen unter dem Label Open Government Data grundsätzlich von Daten, die unproblematisch sind in Bezug auf diese beiden Aspekte. Und in Bezug auf diese Personen, ungebundenen und nicht sicherheitsrelevanten Daten, ist die Idee, diese zu erschließen, über einen gemeinsamen Zugang, sie zu öffnen und sie zur Verfügung zu stellen an Dritte, an Intermediäre, an Zivilpersonen, an Firmen, an Organisationen, die mit diesen Daten irgendetwas Sinnvolles anfangen können, die sie brauchen, um Transparenz zu erhalten, die sie brauchen können, um Services zu erstellen, Applikationen und so weiter. Das ist in kurzen Zügen die Grundidee von Open Government Data. Und die Öffnung dieser Daten soll nach bestimmten Prinzipien passieren. Diese Prinzipien wurden von einer Sunlight Foundation in den USA definiert und mittlerweile eigentlich von allen Regierungen oder Verwaltungen, die Open Government Data anbieten, übernommen. Es sind 10 Prinzipien, ich will sie hier nicht vorlesen, beginnt eigentlich mit der Vollständigkeit dieser Daten. Der zentrale Punkt ist die Maschinenlesbarkeit, damit man mit diesen Daten auch etwas Praktisches anfangen kann, und zu unterst keine oder minimalste Nutzungskosten, damit die Barriere, diese Daten überhaupt zu nutzen, mit ihnen etwas anzufangen, möglichst niedrig ist. Woher kommt die Idee? Tim Berners-Lee habe ich erwähnt. Seine Empfehlungen sind vor allem zwei Regierungen gefolgt. Barack Obama bereits seit 2009 und David Cameron 2010, wobei man da sagen muss, dass bereits sein Vorgänger Gordon Brown damit begonnen hatte, aber er hat das fortgesetzt, Cameron. Er hatte übrigens Pech eigentlich, weil ganz in der Idee von Open Government Data hat er bereits in der zweiten Woche seiner Regierung sämtliche Finanzdaten der englischen Regierung und der Verwaltung des Parlaments veröffentlicht, insbesondere auch die Spesenabrechnungen der Parlamentsmitglieder. Und dann kam es ja zu diesem berühmten Spesenskandal und er musste zwei seiner Minister gleich wieder entlassen, oder nach 3 Wochen. Trotzdem ist David Cameron der Open Government Data Bewegung und Idee treu geblieben. Ich komme ganz gleich darauf zurück. Die EU, und das ist jetzt neueren Datums, hat vorletzte Woche Nelly Kroes ihre Open Data Strategie bekannt gegeben. Das wurde etwas überlagert durch eine andere Information, die mit Herrn von Gutenberg zu tun hat, aber das ist heute jetzt nicht direkt das Thema. Die EU hat hohe Erwartungen an die Wiederverwendung von Public Sector Information. Sie gehen davon aus, dass es zu einem Wachstumsschub führt von 40 Milliarden Euro pro Jahr. Die Grundlage ist einfach eine Schätzung über den Wert der Daten, die irgendwo in der EU vorhanden sind. Und da gibt es verschiedene Studien. Selbstverständlich kann man diese Zahl hinterfragen. Ich habe gesagt, ja, auch die Hälfte oder ein Viertel ist bereits eigentlich gut.
die EU auf alle Fälle ist bereit, hier auch 100 Millionen in den nächsten 2 Jahren zu investieren, um Forschung und Entwicklung auf diesem Gebiet zu fördern. Und Neelie Kroes hat eigentlich mit diesem Aufruf die EU und ihre Länder dazu aufgefordert, sich an dieser Initiative zu beteiligen. UK, vorhin schon angetönt, hat bereits damit begonnen. Die haben im Rahmen ihres aktuellen Wachstums- und Sparprogramms Open Data zu einem zentralen Punkt deklariert. Sie richten ein Open Data Institute ein unter Leitung von Tim Berners-Lee. Und sie setzen da, und das ist interessant, vor allem auf den Bereich Gesundheitsdaten, Verkehrsdaten und Life Sciences, wo sie die wesentlichen Impulse dank Public Sector Information erwarten. Ganz neuen Datums ist Frankreich. Frankreich hat letzte Woche ein Open Government Data Portal live geschaltet mit doch eindrücklichen 352.000 Datensätzen, und der Präsident Nicolas Sarkozy hat sich da quasi als Open Government Data Prophet entpuppt. Von ihm stammt aus meiner Sicht die schönste Formulierung in Bezug auf die Bedeutung von Open Government Data. Il faut le faire, c'est un choix de mon point de vue sans retour. Also Open Government Data, eine Entscheidung sans retour. Diese Formulierung gefällt mir. Wie steht es bei uns? Von welchen Daten sprechen wir eigentlich? Ich habe sie hier aufgelistet. Sie wissen selber, es gibt eine ganze Reihe von Daten, die sensitiv sind. Sie werden im Anschluss ein Referat hören, das auf den Bereich Geodaten fokussiert. Aber denken Sie auch bei uns an die Verkehrsdaten, an Gesundheitsinformationen, an Wetter- und Umweltdaten. Alles Bereiche, wo Datenschätze eigentlich schlummern und erschlossen werden können oder werden sollten. Aber, und diese Folie überspringe ich jetzt kurz, sonst fehlt mir die Zeit. Natürlich gibt es eine Reihe von Problemen, die mit der Öffnung der Datenbestände verbunden sind. Und aus diesem Grund hat die Berner Fachhochschule mit meiner Firma, Itopia, bei der Geber-Drüff-Stiftung ein Forschungsprojekt, ein Studienprojekt bewilligt bekommen, um die ganzen Rahmenbedingungen, die Ausgangslage, das Potenzial und Wirkung von Open Government Data in der Schweiz in den nächsten Monaten zu untersuchen. Und wir beschäftigen uns mit einer ganzen Reihe von Schlüsselfragen und hoffen, dass wir im Juni Ihnen als Entscheidungsträger in der Politik und in der Verwaltung einen Bericht vorlegen können, dass Antwort gibt auf die Fragen, welche Handlungsoptionen bestehen in der Schweiz, welche Empfehlungen können wir abgeben und insbesondere auch, welche Forschung, Entwicklung und Ausbildung auf diesem Gebiet lohnt sich für die Schweiz, damit man diesen Datenschatz heben kann. Die Open Government Data Bewegung in der Schweiz ist in Entstehung begriffen. Wir haben vor einem halben Jahr im Schweizerischen Bundesarchiv diese Bewegung aus der Taufe gehoben mit einem sehr schönen Anlass. Das geht weiter. Und wir haben insbesondere auch 7 Vorstöße dieses Jahr gehabt zu Open Government Data durch die parlamentarische Gruppe Digitale Nachhaltigkeit. Aktuell sind 2 Postulate und eine Motion in der Behandlung. Noch nicht, aber mindestens haben Sie schon Stellungnahmen seitens des Bundesrates, wenn ich orientiert bin. Ganz herzlichen Dank an die Parlamentarier für diese Unterstützung. Und aufgrund auch dieser Arbeit kann man sagen, vor einem Jahr wusste wirklich fast noch niemand, was Open Government Data ist in der Schweiz. Und heute ist es ein Thema, es ist auf der Agenda und man muss das offensichtlich ernst nehmen. Last but not least. Open Government Data ist nicht eine Sache nur der Politik und der Verwaltung oder von Firmen, sondern insbesondere eben einer Bewegung, ich habe das einleitend gesagt, die mit diesen Daten etwas anfängt. Und die große Ressource sind nicht nur die Daten, die bei Ihnen in den Kellern und Serverräumen schlummern, sondern vor allem
die Köpfe der Leute, diese kreativen Leute, Männer und Frauen, die mit diesen Daten etwas anfangen. Und wir haben das ausprobiert, ich muss sagen, meine Kollegen von opendata.ch haben das ausprobiert. Am 30. September und 1. Oktober hat der erste Open Data Hack Day stattgefunden in der Schweiz, in Zürich und in Lausanne mit 120 Teilnehmern, und es sind 21 Projekte dabei entstanden. Sie können das anschauen, ursprünglich war vorher das sein, aber aus Zeitgründen verzichten wir jetzt darauf. Wie auch immer, ein enormes Event, ein enormes Potenzial. Machen Sie ganz kurz die Rechnung, 120 Kreative mit einem bescheidenen Tagesansatz, 2 Tage voll freiwillig im Einsatz mit einem erstaunlichen Resultat, und dann verstehen Sie, was eigentlich das Potenzial von Open Government Data ist. Darauf kommen wir nachher noch, das kündigst du an. Also, mit anderen Worten, und das ist eigentlich die frohe Botschaft, heute haben wir gewissermaßen vielleicht ein Open Government mit Fragezeichen, aber wenn man diese Grundsätze umsetzen, Open Government Data beherzigt, dann vielleicht sieht es schon bald so aus, vielleicht nicht in einem Jahr, sondern in mehreren Jahren, aber 1-2 Schubladen, denke ich, könnten 2012 geöffnet werden, und davon profitiert die ganze Schweiz. Vielen Dank.